Kristallhöhle-Mord. Glaube, ist bekannt, Brigitte Meier, Katrin Gatticker, 31. Juli 1982. Die beiden Mädchen, die damals ermordet worden sind. Aber lange Zeit hat man ja nichts gewusst. Man hat zwei Räder gesehen, in der Kreuzung durch die Kobelwies und nicht genau gewusst, wo sind die Mädchen verschwunden. Sie sind im Appenzeller lang, auf dem Rückfahrt nach Goldach und so weiter. Genau. Und dann hat man es dann irgendwann gefunden, im Bereich von der Kristallhöhle, einfach verschachert, unter Steine und Äste zu geheißen. Ist das etwa so gewesen? Ja, nicht ganz. Also das jüngere Mordopfer ist unterhalb der Kristallhöhle, in einer sogenannten Nebenhöhle, also ein Hohlraum, also eine Auslaufhöhle von der Kristallhöhle. Und der Raum, das war ein kleiner Hohlraum gewesen, und das Opfer, die Karin Gatterka, ist auf einem Steinhaufen eigentlich schön zu gsi mit Stein. Das war die 17-Jährige? Nein, gell? Die 15-Jährige. Die 15-Jährige. Und das ältere Mordopfer, die ist praktisch beim Höhleneingang auf der rechten Seite, hat so einen ganz schmalen Pfad. Den hat es dort mal schon gegeben, heute auch noch. Ja. Und das Mädchen ist etwa circa beim Höhleneingang auf der rechten Seite, bei dem sogenannten Jägerpfad. Das ist ein ganz schmaler Pfad. Circa 200 Meter ist das Mädchen unter einem ca. 300 kg schwere Felsplatte darunter gelegen. Und bei der Jüngeren, bei der Katrin, hat nichts gefehlt? Nein, bei der Brigitte Meier hat der Bartmann nicht gefehlt, eine Armbanduhr. Und der Bartmann ihnen einfach hat mit der St. Galler Kantonalbank, mit einer Bankkarte, ein Streckenabonnement von Goldach auf Rhinegg, von der SBB, hat einfach das Wenige hat. Und bei der Karin Gatterker ist eigentlich alles so vorgefunden worden. Auch Schmuck hat der Täter oder die Täter nünte weg. Und dann ist mir auch ein Sachzeichen XY, oder? Genau. Benziger ist dort noch. Genau. Und dann haben sie so einen Stützstrumpf, einen Kniestrumpf geflickt. Aber das war so ziemlich das einzige Indiz, wo man sagen könnte, könnte man etwas suchen. Es hat eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt, der Stützstrumpf. Ja. Der hat an einer Familie gehört, wo der Nähe... Hat man Nachträge herausgefunden? Da hat man, also nach dem Auffinden oder nach der Bergung der Leiche, hat man dann das herausgefunden, dass der Stützstrumpf, da hat es einen Stein drin gehabt, hat man müssen eine freihängende Wasserleitung, wo man der Familie gehört hat, die haben dort Wasser bezogen, legitim. Also das ist alles legitim. Ja. Und die haben mit Hilfe des Stützstrumpfs und mit dem Stein, der drin war, das war schon ein geflickter Stützstrumpf. Und das ist schon interessant. Für Kripo dort mal hat die Nahtstelle und das Zeug, was da für den Stützstrumpf ist oder von wo. Und da hat man dann ziemlich schnell das eben, hat man das können zuordnen, den Strumpf. Also der hat eigentlich mit dem Geschehnis von der Tat nichts zu tun gehabt. Aber man hat gewusst, ein Mann hat ein Foto gemacht von diesen zwei. Das haben ja, seine Grossmutter erzählt, man, oder? Ja, das ist ja so, ja. Hat sich der Mann mal gemolden? Nein, hat sich auch nie gemolden. Dann war noch ein Mercedes mit einem Pferdeanhänger, hat es geheißen, sie wäre jetzt angefahren worden. Hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, weil die Wähler sind ja unbeschädigt in dieser Kreuzung gewesen, oder? Also, es gibt einen Haufen Theorien. Es gibt einen Haufen Theorien und Spekulationen hat überall. Ich denke aber, da ist ja auch der heutige Abend, dass der Herr Petermann hat wirklich sachlich wirklich eine Analyse macht und hat von Fakten hat auch. Und das ist auch der Sinn vom Abend. Es geht ja nicht darum, wer ist es jetzt gewesen. Wir sind nicht da, sondern wir dann einfach den Fall so darlegen. Wenn wir jetzt von Abend reden, da filmen wir ja nicht mehr, da können wir es nicht. Du bist damals Erstklässler gewesen, gell? Und man hat gehört, du sitzt von einem Haus zum anderen, hast du selber gefragt. Du bist ja Polizistensohn, das hätte dich einfach darum interessiert. Nein, hat nichts nicht, damit, gell? Als 8-Jähriger habe ich einen Zeitungsartikel bei der Grossmutter angeschaut. Eben, du bist auch nicht vorbereitet. Also. Nein. Einfach ein Zeitungsartikel war drin. Und es war dann das Wort Kristallhöhle drin, das ich natürlich als 8-Jähriger schon lesen konnte, eigentlich. Und hat meine Oma dann ziemlich schnell etwas mehr wissen. Du weißt, was da oben passiert, weil Kristallhöhle sind wir schon vor der Tat, haben wir die viel besucht. Und das ist natürlich für mich als Kind ist das weh. Eine Traumatisierung war. Es ist ein schöner Ort. Es ist ein Ort, wo Ruhe ausgestrahlt hat, wo man sich auch immer gefreut hat, wenn ich mit dem Bruder oder einfach wenn man mit der Familie dort viel im Sonntag ist, mit den Großeltern und so. Und das ist für mich eigentlich
im Zusammenhang mit dem hat, mit diesen schönen Erlebnissen, habe ich das einfach nicht wollen wahrhaben als Achtjähriger. Ja, da habe ich schon meine Fragen gehabt, wie kann so ein Mensch so etwas machen und wieso hat man den Täter nach einem Jahr, der Artikel, eben, das war 1983 im Juli, als ich in der Schulferie beim Omi war. Ja. Habe ich das gelesen und da hat mich einfach den irgendwie und hat sich erhalten bis jetzt? Jetzt bist du 45, gell? Ja, leider zu lang hat sich es erhalten, ja, aber ja. Ich muss sagen, es hat warum sagst du leider? Also leider. Es ist einfach... beschäftigt immer noch? Ja, beschäftigt. Ich möchte auch mit dem heutigen Abend irgendwann auch, vielleicht gleich auch einen Abschluss machen, einen professionellen Abschluss machen, da auch mit dem Teil von meiner Geschichte hat in dem Fall operiert. Und ich muss so sagen, abschliessen. Es ist einfach, ja, wenn man so viele Jahre dran ist, irgendwann muss man dann auch noch sagen, was kann man noch rausholen, man nicht. Es geht ja nicht um einen Mordfall lösen, sondern es ist einfach so gewesen. Die Sache hat sich dann für mich ab dem Jahr 2000 hat wirklich professionalisiert. Dass ich also wie denn? Hast du denn ich habe dann auch eine Gelegenheit, dass ich ehemalige Tatverdächtigen kontaktieren konnte. Dann die können aufsuchen. Hast du noch Probleme mit denen? Also nein, eigentlich Problem nicht. Klar bin ich auch eingeschüchtert worden, ist auch schon vorher oder gedroht worden, hat mit dem Üblichen, dass man eine Klage, dass ich ein Verfahren könnte bekommen oder so. Aber ich habe mich immer rechtlich korrekt verhalten. Ich habe immer einfach hat wollte ein bisschen mehr wissen, aber da, was in der Berichterstattung immer geschrieben worden ist. Das ist eigentlich so mein Interesse in dieser Geschichte. Rein. Und eben ab dem Jahr 2000 ist es dann einfach immer ein bisschen professioneller geworden mit den Zeitzeugen. Hat auch dortmalige Fahnder oder Polizisten, Journalisten, die auch mit dem Geschehen ist, wirklich konfrontiert sind, kennengelernt oder kennenlernen dürfen. Und ja, und dann ist es halt dann immer so, ist 2016 habe ich dann den Herrn Hauser kennengelernt, oder er ist dann auf mich zugekommen. Genau, er ist beim Sonntagsblick ist er tätig gewesen, im Ringe Verlag. Und er hat dann Interesse gehabt, ob ich mit dem mal den Fall operieren könnte. Ich war eigentlich skeptisch gewesen am Anfang, dann einfach so müssen sagen, ja, ich möchte eigentlich das nicht nochmal mit einer Journalistin irgendetwas machen. Ja. So. Man hat auch seine Erfahrungen hat gemacht, auch mit Unterschieden. Aber eben genau das Interesse, unklärter Mord ist natürlich immer da. Gell? Das ist immer da. Von jedem eigentlich. Das ist immer da. Aber eben, es hat Mut gebraucht, oder? Es hat Mut gebraucht. Von dir. Aus, ich auch viel, ich auch bist jetzt weitergekommen? Also, weißt, ich meine, ich denke schon. Also ihr habt ja immer gesagt, ihr wüsstet eigentlich, also, was wäre. Wir haben einfach interessante Indizien, haben wir schon können sichern oder festhalten. Ihr wüsstet aber auch nicht wirklich hundertprozentig. Nein, davon tue ich mich auch distanzieren, ganz genau. Klar. Es ist nicht meine Aufgabe. Hast du auch Probleme mit dem Vater? Er ist ja Polizist, gell? Hat es jemand überall. Gell? Ja. Aber hast du dich durchgesetzt? Ich habe mich einfach durchgesetzt. Mich hat es einfach immer interessiert. Ja. Aber ich kann es auch heute verstehen. Heute, wenn jetzt jemand da negativ eingestellt ist und vielleicht sagt, du lässt den Zeug mal erheben oder irgendwie, dann kann ich heute auch verstehen. Man muss das auch selbst in Betracht ziehen, dass es einfach auch eine andere Gruppierung gibt. Wo, ja, da muss man auch. Es war bei dir eher der Eigenantrieb gewesen. Es war nicht wie der Zweifel an der Polizei gewesen. Auch nicht, dass die Polizei schlechte Arbeit gemacht hätte. Nein, ja. Auf das bin ich auch nicht da. Das ist auch nicht der heutige Abend. Genau. Das ist nicht legitim, dass man das machen will. Ich muss nochmal sagen, beim heutigen Abend, das sind etwa 120 Leute. Gell? Also das Interesse ist riesig. Gell? Das Interesse ist anscheinend gross. Bis wir sind selber überrascht vom Veranstaltungskomitee. Es war halt ziemlich schwierig, sich zum Anlass so zu koordinieren. Bringt man 40 Leute an oder so. Klar, man hat das Konzept ganz klar ausgeleitet auf den Axel Petermann, hat, dass er ihm seine Arbeit als Profiler vorstellt. Bist du jetzt weitergekommen mit dem Axel Petermann? Ja. Einiges. Hätte er dir etwas aufzeigen können? Hat mir schon etwas können. Also uns allen hätte er etwas aufzeigen. Was hätte er ihm vor allem aufzeigen können? Hat wirklich Fakten, hat wirklich Sachen, die hat zum Beispiel etwas, was heute Abend auch von ihm thematisiert wird, wo man etwas berechnen hat. Ja. Wo man wirklich mathematisch kann sagen, wo man dann auch einen Rückschluss daraus herauszeichnen kann, dass einen allein kaum so ein Gewicht können aufheben oder wie auch immer. Das sind so Sachen, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu nahe drauf eingehen. Das wird dann der Axel Petermann.
das präsentieren. Ja gut, wir sind jetzt kurz vor der Veranstaltung, oder natürlich. Aber Herr Axel Petermann, wir fragen ihn am besten mal. Aber hat es dich auch weitergebracht auf den Boden von der Realität, dass es für jemanden noch schwieriger ist? Weißt du, ich denke mir, wenn ich so etwas gemacht hätte wie du, man will da irgendwie von nachgehen. Ist aber richtig, vor allem ist es für mich interessant gewesen in dieser Woche, und ich natürlich auch noch den Herrn Petermann jetzt um mich herum haben, auch andere Leute, dass man vielleicht schon auch wieder am Boden von der Realität gleich auch kommt. Es hat vielleicht eben bei Zeugenaussagen und so Sachen vielleicht weniger gewichtig ist jetzt für so einen Fall an den Leuten, wie er ja auch ist, wo er einfach einen Fall anders betrachtet tut, hat anders die Dinge tut. Mal, ich bin da schon auch vielleicht ein bisschen bescheidener geworden. Ich sage jetzt, das, was man heute präsentieren kann, ist sehr interessant, ist auch etwas Neues, auch was ich nicht gewusst habe, hat Sachen drin. Und ja, für mich stimmt es so, für mich passt es so. Es ist für mich ein schöner Abschluss, es ist für mich auch ein Eo. Ist der Herr Petermann gekommen, er ist ja wirklich recht ausgebucht, das ganze Jahr. Und dass er auf Oberien gekommen ist und sich im Kristallhöhlenmord sich gewidmet hat und hat hier einen spannenden Abend gemacht. Ja, Axel Petermann, also extra im Grunde genommen von Bremen hierher gereist, um das sich nochmal ganz gerne anzuschauen. Sie waren schon vor 2 Jahren, glaube ich, mal hier. Vor drei Jahren bin ich hier gewesen. Und jetzt wieder, Sie sind wirklich Kommissar, Mordabteilung Bremen und so weiter, haben tausende von Fällen, sage ich mal, so begutachtet, gelöst und so weiter. Und ich habe gelesen, 99 sind Sie in die FBI-Methode Profiling eingestiegen. Wie sind Sie darauf gestoßen, so ein Profiler zu werden? Mhm. Also, ich habe viele Jahre, seit 1980 habe ich in der Mordkommission gearbeitet und in dieser Zeit sicherlich weit über 1000 Fälle des unnatürlichen Todes bearbeitet. Also zum Glück sind das nicht alles Morde gewesen, aber trotzdem ist ein Mensch verstorben und da galt es herauszufinden, was ist die Ursache gewesen. War es ein natürliches Geschehen, war es ein Unglücksfall, war es ein Suizid oder möglicherweise gar ein Verbrechen. Und diese Tätigkeit, die hat mir immer sehr gut gefallen. Die hat mir, ich will es bald sagen, Spaß gemacht, Freude gemacht, weil das Rätsel hinter den Taten, das hat mich immer interessiert. Es ging um das Motiv, es ging um die Ursachen des Verbrechens, um die Motivation, um Fantasien. Und ich wollte wissen, was steckt eigentlich dahinter. Aber die Täter, mit denen ich zu tun hatte, die haben mir zwar das eine oder andere Mal, zum Glück sehr häufig, ein Geständnis gegeben. Aber über das, was sie letztendlich bewogen hatte bei den Taten, erfuhr ich nur rudimentär, also ansatzweise. Und so traf es sich toll, dass ich 1998, 99 davon erfuhr, dass Thomas Müller, ein späterer Freund von mir, Psychologe aus Wien, dass der beim FBI gewesen war und die Methodik der Fallanalyse mitgebracht hat. Oder wie wir hier sagen, vom Profiling. Sie erinnern sich an den Fall vom Hannibal Lecter. Genau. Da wird ja eben halt das Profiling groß vorgestellt. Und das hat mich natürlich interessiert. Und ich habe dann mich mit Thomas Müller angefreundet. Parallel dazu hat das BKA dann auch einen Ausbildungsgang, operative Fallanalyse, dann gestartet. Das hat allerdings ein bisschen Zeit gedauert, bis wir so weit waren. Und es folgte dann eine mehrjährige Ausbildung zum Profiling. Ich hatte das Glück, dass ich einer der Ersten war, dass dann auch noch FBI-Mitarbeiter nach Deutschland kamen, dass ich dann Bob Ressler persönlich kennenlernte, mit dem dann auch Kurse hatte. Und so nach und nach habe ich mich dann so in die Gedankenwelt eines Profilers eingefunden. Und es geht letztendlich darum, die Tat zu verstehen, sich zu überlegen, warum hat der Täter sich am Tatort bei der Tötung oder beim Verletzen des Opfers so verhalten, wie er es letztendlich zeigt? Und warum sind diese Spuren am Tatort zurückgeblieben? Sie sagen das Glück, aber Sie machen mir einen sehr engagierten Eindruck. Mache ich mal ein kurzes Profiling. Sie machen mir einen lockeren Eindruck. Sie haben auch irgendwie so für einen Kriminalkommissar etwas Humanistisches, was Ihnen den Zugang zu Menschen ermöglicht. Ist das alles auch wichtig für das Profiling?
Also für das Profiling ist das Humanistische eben halt vielleicht nicht so unbedingt erforderlich. Da geht es eigentlich ganz klar um... Aber das Psychologische, Menschen einschätzen, oder? Ja, ich versuche erst einmal über das, was der Tatort an Spuren zeigt, mir vorzustellen, was letztendlich dort geschehen ist. Denn Bedürfnisse gehen doch den Taten voraus und diese Bedürfnisse sollen realisiert werden. Das ist genauso wie bei uns im normalen Leben. Wir haben bestimmte Ansprüche, wir wollen etwas erreichen und um das zu erreichen, werden wir aktiv und das geht nicht ohne, dass unser Umfeld davon irgendetwas spürt oder dass wir Spuren hinterlassen. Das Humanistische, denke ich, ist mehr bei meiner Arbeit als Mordermittler herausgekommen. Da hatte ich ja den Kontakt zu den Tätern, da wollte ich etwas von ihnen erfahren und für mich war es immer eine gute Herangehensweise, wenn ich nicht Schuld vorgeworfen habe, wenn ich den Tätern vermittelte, dass es um ihre Taten geht, um das, was sie getan haben, dass ich das auf der einen Seite nicht akzeptieren kann, dass ich kein Verständnis dafür habe, aber dass ich verstehen will, was sie zu den Taten gebracht hat. Und diese Ebene, denke ich, ist ganz gut gewesen und nach habe ich dann auch eigentlich erfahren, dass das Böse in der Tat liegt und nicht unbedingt per se im Menschen selbst. Also böse Menschen gibt es zwar, aber um Böses zu tun, muss man nicht per se ein böser Mensch sein. Ja, Wiedergutmachung natürlich bei uns sehr groß geschrieben und die USA zeigen es ja mit dieser Morde, mit dieser Todesstrafe. Sie haben zum Schluss nicht weniger Mörder als wir. Es würde mich doch mal interessieren, also das spielt eine ganz eine große Rolle, wie man das auch sachlich beurteilt und auch berechnet. Also Kristallhöhlenmord zum Beispiel, die beiden Fundorte, das würde dann ja heißen, dass ein einzelner Täter das gar nicht meistern kann, sowas, oder? Ich denke, dass es durchaus ein einzelner Täter gewesen sein kann. Menschen, die in Not sind, und das möge man jetzt nicht falsch verstehen, er hat zwei Menschen ermordet, aber er ist in einer Klemme, er ist in einer misslichen Situation, denn würde man die beiden toten Mädchen dort finden, wo sie getötet wurden, käme er zwangsläufig als einer der Täter in Betracht. Damit möchte ich sagen, dass er sich im Bereich der und um Bereich der Kristallhöhle gut ausgekannt haben durfte, dass er die Örtlichkeit einschätzen konnte, das Risiko, das Entdeckungsrisiko einschätzen konnte, dass er wusste, wann Menschen vielleicht dort sind oder dass wann Menschen dort nicht sind, dort eben halt nicht sind und dass er dann entsprechend agieren konnte. Ich meine auch, dass es nicht so ein einzelnes Geschehen war, sondern Tötung und dann gleich die Leichenbeseitigung, sondern dass es da eine Zwischenzeit gegeben hat, dass er dafür Sorge tragen musste, dass die beiden Toten nicht entdeckt werden und dass er dann aktiv geworden ist. Und da muss man ja ganz klar sagen, da ist er sehr stringent, sehr überlegt vorgegangen, denn schließlich hat es ja sehr, sehr lange gedauert, bis man die beiden Toten überhaupt entdeckte. Und das lässt auch darauf schließen, dass die Tötung ganz an einem anderen Ort war als dann zum Schluss der Fundort natürlich. Was ich jetzt so als Laie überhaupt nicht verstehe, da hat man dann irgendein so Mercedes ins Spiel gebracht mit einem Pferdeanhänger und so weiter. Die Mädchen sollen vielleicht angefahren worden sein, der Mercedes wurde repariert. Aber dann fand man ja diese zwei Räder völlig unbeschadet bei der Kreuzung. Also man spricht von einem Anfahrunfall quasi, das könnte so gewesen sein. Die Räder sind aber unbeschadet. Ich meine, also das geht ja eben nicht zusammen, oder? Sie hatten das ja eingangs schon richtigerweise gesagt, dass ich Fallanalytiker bin und nicht mehr der Mordermittler. Als Mordermittler würde ich mich natürlich darum kümmern oder dafür interessieren, was gibt es da für Theorien, was gibt es da für Hinweise. Aber zum Glück bin ich als Fallanalytiker gar nicht in dieser Verlegenheit, einzelne Personen einzuschätzen und deren mögliche Täterschaft zu beurteilen. Ich brauche einfach nur das, was ich sehe an Spuren, was ich daraus lesen kann, zu beurteilen und kann nur ein allgemeines Profil erstellen. Jetzt, das verstehe ich schon, aber 37 Jahre später, Spuren, geht das noch? Natürlich kann man Taten rekonstruieren, auch wenn diese lange zurückliegen. Ich arbeite mit der Einschätzung von drei Säulen. Das Verhalten des Täters am Tatort, die Kristallhöhle und das, was drumherum ist, das sieht nahezu noch so aus, wie es vor 37 Jahren gewesen ist, auch wenn sich ein wenig die Situation dort verändert hat. Ja, da haben Sie wohl recht, ja. Genau. So,
Dann sind natürlich die Ablageorte, die sind auch gleich geblieben. Und die Anforderungen, die es bedarf, um dorthin zu kommen, die sind eigentlich, denke ich, auch identisch. Also der erste Punkt ist eigentlich klar. Wenn es denn Hinweise auf die Art der Verletzung und die Art der Tötung gibt, dann kann man das natürlich analysieren und Rückschlüsse daraus ziehen und sich überlegen, was war dem Täter eigentlich wichtig oder wie hat er das überhaupt getan? Das kapiere ich jetzt, ja, ist natürlich wirklich sehr, sehr geschickt. Also da könnte man auch eben Jahrzehnte danach natürlich das mit ganz anderen Augen ja wieder sehen. Ja, das ist ja auch der Ansatz der Fallanalyse oder des Profilings, dass Taten, die lange zurückliegen, die mit viel Mühe und Energie doch bearbeitet wurden, wo allerdings dann eine Aufklärung nicht möglich gewesen ist, aus verschiedensten Gründen, dass man versucht, neue Ansätze zu finden, einen anderen Blick auf die Situation zu haben. Und ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, nochmal wieder Elan in Ermittlungen hineinzubringen, neues Leben diesen einzuhauchen, die doch sonst eher so vor sich hindümpeln oder im Aktenstänken irgendwo im Keller verstorben. Das kann man so und so dann deuten. Sie werden zum Beispiel auch beigezogen, wenn jemand verurteilt worden ist, um zum Beispiel eben vielleicht auch zu belegen, dass es gar nicht sein kann. Also es kann beides sein. Mal sucht man sie natürlich eben, damit sie was beweisen, mal eben auch für die quasi Täterschaft was beweisen, oder? Ja, das ist das Spannende jetzt an meinem Beruf, dass ich jetzt ja seit 5 Jahren pensioniert bin. Und dass ich, ja gut, dass er pensioniert im Unruhezustand. Ja, das ist die pensionierte Unruhe, aber die habe ich mir ja gewünscht und ich denke, ohne die käme ich auch gar nicht so richtig zurecht. Aber letztendlich ist mir es wichtig, doch herauszufinden, was ist da geschehen. Ich will jetzt niemandem jetzt irgendetwas nachsagen, aber es gibt doch immer wieder Fälle, wo ich dann der Meinung bin, dass man den einen oder anderen Aspekt falsch interpretiert hat, dass ein Untersuchungsergebnis so nicht stimmen kann. Und da ich davon überzeugt bin, dass es darauf ankommt, die Wahrheit herauszufinden, deswegen kümmere ich mich auch um Menschen, die verurteilt sind und möglicherweise zu Unrecht eingesperrt sind. Vielleicht nochmal zurück auf den Tisch, Kristallhöhle Mord. Wir sind jetzt so ungefähr 2,5 Stunden vor der Veranstaltung. Aber ich interpretiere es richtig, Sie präsentieren heute keine Täter. Ich werde keinen Täter namentlich benennen kann, aber ich hoffe, dass ich doch ein paar Informationen zur Persönlichkeit des Täters geben kann. Sie waren jetzt kurz vorher nochmals im Gelände. Also ich denke mir, Sie sind interessiert, trotzdem an die Täterschaft ranzukommen. Es ist natürlich spannend zu wissen, wer ist das gewesen. Und das wäre natürlich schon großartig, wenn es möglich wäre, sich mit diesen Täter, mit diesem Menschen dann auseinanderzusetzen. Und ich hoffe natürlich auch immer, dass bei solchen, Veranstaltungen wie diesen, dass es nicht nur die Veranstaltung für sich ist und dass man jetzt 200 oder 250 Zuhörer damit in gewisser Weise berieselt. Ich möchte, und das ist mir wirklich ganz wichtig, ich möchte, dass die Täterschaft auch weiß, dass ihre Taten nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn es hier wie in der Schweiz eine Verjährung nach 30 Jahren gibt. Aber mir ist wirklich wichtig, dass ihnen bewusst ist, was sie für Schuld auf sich geladen haben. Und was ich genauso wichtig finde, ist, dass Angehörige auch ein Anrecht darauf haben, zu erfahren, wer für die Tötung verantwortlich gewesen ist, wie es zu den Verbrechen gekommen ist und warum gerade ihre Kinder oder die Menschen, die ihnen lieb gewesen sind, getötet worden sind. Und das ist, finde ich, genügend Grund und Anlass zu einer solchen Veranstaltung wie heute. Die Veranstaltung war ausverkauft. 37 Jahre danach ist das Interesse an einer Aufklärung ungebrochen. Wir haben bewusst nicht gefilmt bei der Veranstaltung, haben bewusst nicht wollen, neue Indizien breitschlagen. Der Täter oder die Täterschaft ist nicht benannt. Das Motiv und das Profil der Täterschaft aber scheint im Kopf vom Profiler vorhanden. Und das ist eben für Thomas Benz nach jahrelanger Recherche ein gewisser Abschluss. Auch wenn die Suche nach dem Täter oder der Täterschaft nicht abgeschlossen ist. Vor allem war es für mich interessant in dieser Woche,
Und ich natürlich auch den Herrn Petermann jetzt um mich herum haben, auch andere Leute, dass man vielleicht schon auch wieder am Boden der Realität gleich auch kommt. Es hat vielleicht eben bei Zeugenaussagen und so Sachen vielleicht weniger gewichtig ist jetzt für so einen Fall an Leute, wie er ja auch ist, wo er einfach einen Fall anders betrachtet tut, hat anders die Dinge tut. Mal, ich bin da schon auch vielleicht ein bisschen bescheidener geworden. Ich sage jetzt da, was man heute präsentieren kann, ist sehr interessant, ist auch etwas Neues, auch was ich nicht gewusst habe, hat Sachen drin. Und ja, für mich stimmt es so, für mich passt es so.